schwimmen. Okay, wie weit können wir... Huch, da ist wieder ein Stein, den wir fast vergessen hätten. Tor, dein Strom wird gebraucht. Dein Donner. Na komm, jetzt aufladen. Ah, ein Feuer frei. Sehr gut. Mein Spinnensinn kribbelt. Okay, Spider-Man. Dein Spinnensinn kribbelt, dann zieh mal. Na komm, zieh! Geht doch. Ach, hier kann man einen Schalter dran bauen. Na super. Iron Man, kannst du mal bitte da ran? Was ist? Ja. Okay, okay. Können wir das einsammeln? Nein! Warum können wir das nicht einsammeln? Ich weiß gerade nicht wirklich, was wir jetzt hier tun müssen. Ach, das Ding kann auch tauchen. Cool. Okay, na, das ist doch schön. Das ist. Jetzt muss ich bloß erstmal gucken, wie die Steuerung funktioniert. So. Yes. Sehr gut. Ah, okay. So können wir die jetzt aktivieren. Na komm, schneller, schneller. Hat's funktioniert? Ja. Okay, der Zugang ist geschaffen. Iron Man muss vorgehen. Da du ja der Einzige bist, der goldene Steine zerstören kann. Beziehungsweise einziehen kann. Okay. Dann bauen wir uns mal was Schönes. Thor, wo bist du? Thor? Nein, du bist nicht Thor. Du bist Spider-Man und du bist Thor. Können wir das hier irgendwie... Nee. Super und... Oh. Dass wir immer unsere eigenen Leute dadurch verletzen, das ist schon ein bisschen, naja. Wenn so was Wichtiges gehen würde, wäre es schon blöd, wenn wir die verletzen. Los, Iron Man und Spinnenmensch, der Weg ist offen. Iron Man und Spinnenmensch. Spinnenmensch, gut. Guter Spruch, guter Spruch. So, erstmal landen. Und was haben wir hier? Na, sehr gut. Das zweite Bauteil. Endlich mal wieder ein paar Teile gefunden. Und ja, wenn ihr wollt, dass ich die ganzen Bauteile vielleicht sammle, weil es liegt ja dann daran, dass ich die Levels jeweils neu machen müsste, nochmal neu starten muss. Und, ui, was war das jetzt? Jetzt habe ich mir gerade selber ins Gesicht geschossen. Und ich werde vielleicht versuchen, die einzusammeln und werde euch dann jeweils zeigen, was freigeschalten worden ist, je nachdem, wie ihr es gern möchtet. Nein. Mordok und mein einziges Ziel ist die Eroberung. Mordok, Junge. Nichts kann mein psionisches Kraftfeld durchdringen. Ja, das sagst du immer. Mensch, den gibt's auch, das freut mich doch. Ja, Mordok ist auch einer, der bei Iron Man, bei den damaligen Folgen, bei der Trickserie damals mit einer der Bösewichten war, der mit Mantarin zusammengearbeitet hat. Und ja, cool, jetzt können wir auch gegen ihn kämpfen. Und natürlich ist er auch in, ich weiß es jetzt nicht genau, wer ein paar anderen noch mit dabei war. Ach, boah. Daher kenne ich ihn jetzt zu. Schlag ihn! Ha! Nur fliegen, Schöne. Hehehe, beheult er. Weil jetzt müssen wir natürlich erstmal hier die ganzen wegrollen und dann kommt er wieder. Oh, sorry. Ach, da kommt er doch schon. Na, der hat uns bestimmt vermisst. Ja, das ist doch schön, wenn du noch nicht fertig bist. Ich bin fertig. Warte, du kriegst den Hammer ins Gesicht. Komm, zack. So.
Explosion! Oh nein! Nicht schon wieder! Nimm das hier! Ha! Oh, sorry, was zum Teufel war das jetzt? So habe ich jetzt hier den Schlag abge... Verdammt! Nicht geschafft! Na, er muss doch sein Schiff kriegen. Jetzt, komm, Feuer frei! Ja! Okay, dieses Feuerzeug, also diese Lava oder was das ist, kann uns auch verletzen. Jetzt komm, haut drauf! Und, ja! Oh doch, noch einmal und du bist weg, so erstmal schön hier im Kreis drehen. Ich kann es nicht glauben! Du enttäuschst mich! Ja, Dr. Doom. Ja, ich weiß, du bist wieder da und innerhalb von ein paar Minuten bist du wieder weg. Also brauchst du gar nicht erst hier noch Großmarker tun. Autsch. Jetzt lass mich mal hier kommen. Ja. Boom, boom, boom. Explosion. Und. Komm, und zack, zack. Jawohl. Sehr schön. Und weg damit. Hat unser U-Boot geklaut. Ich kann innerhalb des Bootes keine Blitze entfachen. Wir sind gefangen. Keine Sorge, Thor. Meine Telekinese kann Wassermoleküle spalten. Ui. Wir sind jetzt... Hab ich so nicht kommen sehen. Jean, wie lange kannst du diese Sphäre so halten? Kann ich euch sichern, aber meine Konzentration ist auf dieses Kraftwerk gerichtet. Schützt mich! Wie können wir so tief unter Wasser sein und dort in einer Sterne geschützt werden? Ah, cool, jetzt sind wir unter Wasser und werden durch ein Schutzschild geschützt, damit wir ja nicht absaufen. Ja, das ist auch gut. Ist auch nicht schlecht. Kann ich jetzt hier mit Tor vielleicht. Ja, oh. Sprudel. Wieder was zum Basteln. Green kann, ja, komm mal bitte dahin, ich muss hier. Na gut, dann nicht. Okay, wir können sie jetzt anscheinend auch nicht steuern. Ich probiere es gleich mal aus. Ja, können wir nicht. Gut. Spider-Man, du wirst wieder verlangt. Meine Spinnen sind schon wieder. Was ist das? Und ich habe nämlich schon gedacht, wir würden jetzt keine Punkte mehr kriegen, dass wir es nicht geschafft haben, die Punkte voll zu kriegen. Aber es geht ja zum Glück weiter. Vorsicht, Angriff! Und Dr. Doom ist mit unserem U-Boot abgehauen. Ja, wir halten sie fern. So, kannst du nochmal schnell? Ja, sehr gut. Warum passiert da nichts? Okay. Ich will dahin. Und ich will dahin. So. Gut, jetzt können wir reingehen. Den Rest, den lassen wir. Oder kommen hier noch was? Oh. Oh, gut, dass wir jetzt hier mal draufgehauen haben. Sorry, Iron Man. Du kommst bald wieder frei. Okay, jetzt können wir uns unter Wasser weiter durchboxen. Wir müssen sie halt beschützen. Dass sie uns sonst alle in den Abgrund jagen wird. Beziehungsweise, dass wir das ganze Wasser abkriegen und ein lilaner Stein.
Haben wir wieder eingesammelt. Sehr gut. Da kriegen wir umso schneller unseren Bonus. Jarvis, gibt es Zeichen von diesem Forschungs-U-Boot? Doom war da drin, als der Tanker hochging. Die Zerstörung des Tankers scheint auch ihn erwischt zu haben, Sir. Ich sehe ein weiteres Fahrzeug, nicht allzu weit von unseren Koordinaten. Never. Sie vielleicht ein bisschen Schaden genommen haben, aber die Spinnen sind schon wieder. Was ist das? Den kann keiner so schnell töten. Also, es ist zwar Bösewicht, aber er ist hart im Nehmen. Wie Dr. Doom entstanden ist, das findet ihr auch in den Filmen von den Fantastic Fours, wenn ich es nicht schon erwähnt habe. Da lernt ihr nochmal richtig kennen, wie er entstanden ist. Natürlich wie die anderen zu den Worten, die jetzt sind, zu den Fantastic Four. Das Ding, die Fackel, Mr. Fantastic und natürlich das Ding. Und die Unsichtbare. Genau, so, und jetzt schlagen wir uns erstmal hier durch. Kann ich hier durchschlagen? Augenblick. So. Tor. Boah, schön, schön. Ich habe schon gedacht, das Spiel hängt. Dass das Spiel hängen geblieben ist, während wir hier einen super Schlag geleistet haben. So, mach kaputt. So, das auch nochmal kaputt machen. Ne, gut, dann nicht. Ach, hier gibt's ja dann Bonus. Hier gibt's einen Bonus. Ich will doch nicht. Ja, schön, ich will den Bonus haben. Verdammt. Oh, Iron Man, du musst dich durchboxen. Los, los. Gut, also Punkte brauchen wir jetzt wieder nicht groß sammeln. Sondern können uns gleich speziell um die Gegner kümmern. Bestimmte Gegenstände kannst du nur mit Hilfe von Telekinese bewegen. Ja, zurzeit können wir das leider nicht. Und wir können auch keinen Charakter wechseln. Dass wir zweimal mit dem gleichen kämpfen würden oder benutzen würden. Dass wir quasi einmal dieses Schutzschild haben und das andere wäre dann eben diese. Ihr Menschen schmückt euren Meeresböden mit. Der Vintage-Look gerade sehr in. Ja gut, das habe ich jetzt nicht so mitgekriegt, aber okay. Tor. Okay, gut, gut, schöner Schlag. Na komm. So. Tor, Schlag dagegen. Ja, sehr gut. Diesmal ging es auch relativ schnell. Na komm, beweg dich, Mädchen. Oder ich nehme extra. Nee, Quatsch. Iron Man. Denn ich sehe schon wieder eine Arbeit für ihn. Oh, 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 was ist das denn? Okay. Ist da etwa eine Kreatur? Na, mal gucken, was da Schönes ist. Das war eine Krake. Spider-Man. Spinnen sind schon wieder. Was ist das? Aktivieren und ziehen. Komm schon, zieh, 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 zieh. Krach. Bumm. Und los. Na. Na. Uah. Geiler Sturzflug. Ist halt immer blöd, dass wir jetzt wirklich halt warten müssen. Aber das geht ja dann auch relativ schnell. Boah. Und da schwimmen sie schon wieder und natürlich. Kommt her, Freunde. Zack, alle weggesammelt. Euer Iron Man schießt auch nochmal. Haha, gleich mal den Hammer ins Gesicht bekommen. Schönes Ding. Und hier nochmal, zack. Also die kommen gar nicht erst zum. Auf dem Boden, die kriegen, sobald sie da sind, kriegen sie schon. Wie wär's, wenn du einfach die Luke öffnest? Wirklich? Dieses Gehämmere? Allen Ernstes? Hey Doc, wofür brauchst du all diese kosmischen Steine?
Ich teile meine Pläne nicht mit Insekten. Wie wär's mit einem Gott? Ui, sinkender Moral. Errungenschaft freigeschalten. Sinkende Moral, genau, sinkende. I am Agent Mordok. Ah, sehr schön, sehr schön. Also wir müssen uns wirklich mal vornehmen, etwas zu kaufen. Wir haben schon so viele Punkte. Und wieder 100% erreicht. Sehr schön. Ist einfach nur sehr gut. 1, 2. Zwei Bauteile leider nur. Und zwei goldene Kristalle, Legosteine. Und ja, ab hier mache ich erstmal wieder ein kleines Folgenpäuschen. Und ja, schaltet einfach das nächste Mal wieder ein zu einer neuen Folge Let's Play Lego Marvel Super Heroes. Ich hoffe, es hat euch diesmal wieder mal gefallen. Und wir sind jetzt in dem U-Boot und ja, mal sehen, was uns da so erwartet. Bis dahin erstmal tschüss. Gegenwart einer Dame auf deine Manieren achten. Ja, wird erledigt. Ich weiß, warum du hier bist, Silver Surfer. Aber mir ist noch nicht ganz klar, was Loki und Doom mit deinem Boss wollen. Reed Richards und Hulk sind bereit, Lady Liberty zu stoppen. Sind sie sicher, dass sie Wolverine mit dabei haben wollen? Ich weiß, Teamwork gehört nicht zu seinen Stärken, aber wir brauchen ihn. Ihr braucht ein Flugzeug, um Magneto zu folgen und, ich trau's mich kaum zu sagen, die Freiheitsstatue. Ein Hulk-sicheres Fahrzeug wird euch zur Freiheitsstatue bringen. Wolverine wird euch dort treffen.